Hallo Ali, hier ist der Sven und ihr hört gerade Mesh unter Messer, den Mesh-Podcast, wo wir jede Woche eine Folge Mesh gucken und darüber reden. Warum ich das jetzt mal wieder erklärt habe, weiß ich nicht, aber Season 2, Episode 17, also Staffel 2, ich habe sie auf Englisch geguckt, das hängt gerade noch so ein bisschen drin. Staffel 2, Folge 17 ist vielleicht ein guter Zeitpunkt dafür. Die Folge heißt For Want of a Boot, beziehungsweise im Deutschen Alles für ein paar Stiefel, eine der besseren Übersetzungen, Titelübersetzungen ins Deutsche. Bevor ich unser kleines Panel hier heute vorstelle, in der Folge geht es um Folgendes. Es ist kalt in Korea und nass. Das ist ziemlich ätzend für Hawkeye, denn der hat ein zwischen 5-Mark-Stück, die Älteren werden sich erinnern, großes Loch in seiner rechten Stiefelsohle. Und irgendwie kann er keine neuen Stiefel bekommen. Dementsprechend geht er und Trapper dann einmal die ganze Reihe durch und finden Leute, die Gefallen tun, um Gefallen zu tun, um Gefallen zu tun, um Gefallen zu tun. Und ja, diese ganze Reihe von Gefallen wird Hawkeye ein paar neue Stiefel bringen, bis am Ende alles ganz furchtbar schief geht und der ganze Kram auseinanderfällt. Ja, ich bin Sven, das habe ich gerade schon gesagt, und mit mir sind heute hier meine drei Mitstreiter. Wir sind quasi die vier Musketiere. Stellt euch doch mal kurz vor. Der Arnim. Ich bin Flo und ich mache diesen Podcast mit, wenn du mir ein Date mit dem anderen Sven verschaffst. Ja, und hier ist der gestiefelte Sven zur Stelle. Das hat gut geklappt, ha? So bin ich, der Operator vorm Herrn. Ja, übrigens, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass in der Serie insgesamt relativ wenig Militärstiefel getragen wurden, wenn die nicht wichtig waren, weil die halt aus der Zeit wohl ziemlich unbequem waren, zumindest der Überlieferung nach. Ich habe in der Eröffnungsszene am LKW mal drauf geachtet, und wenn ich das richtig gesehen habe, trägt da außer Hawkeye wirklich niemand Militärstiefel. Raider hat so ein paar komische braune Schuhe an und die anderen irgendwie so teilweise Turnschuhe oder sowas. Ja. Ja, Militärstiefel, schönes Thema, kann man lange drüber philosophieren, aber ein anderer Podcast. Nee, und vor allem bei dem Wetter, ne? Da hast du ja das Problem, hatten ja auch bei Militärstiefeln, dass die ja teilweise genagelt waren, ne? Da kommt der Frost richtig schön durch. Und na gut, wenn du ein Loch im Stiefel hast, wie Hawkeye, wird es natürlich nicht besser. Ja, wobei man kann so Stiefeln ja nun nicht vorwerfen, oder so Militärstiefeln nun nicht vorwerfen, dass sie nicht robust wären. Meistens sind sie halt leider. Ja, ich will nicht mal unbequem sagen, aber man läuft halt oft eher den Fuß an den Stiefel an, als den Stiefel an den Fuß. Und naja, dass sie halt nicht lange halten, ist weniger das Problem. Kennst du den Witz mit der Haarschneidemaschine, ne? Haben nicht alle Leute eine andere Kopfform? Ja, beim ersten Mal schon. So ähnlich ist es. Wobei, ich habe jetzt ein paar Schnürstiefel mir nach Jahren mal wieder gekauft. Ich war, als ich sie aus der Packstation geholt habe, extrem schockiert, wie leicht das Paket war, und habe gedacht, vielleicht sind das doch gar nicht meine Stiefel. Doch, sie waren es. Und die sind auch wirklich schweinebequem. Ne, ich habe meine Stiefel ja nach 5 Jahren mal wieder aus dem Keller rausgeholt, also noch die Original-Bundeswehr-Stiefel, weil jetzt irgendwie so Match- und Metal-Festivals dachte ich mir so, oh, ich bin ja eigentlich der Turnschuhmensch, aber maßgeschneiderte Stiefel für Schuhe so 53 nehme ich dann doch noch. Gott, du bist ja nicht nur so ein Riesenkerl, du hast ja noch so Riesenfüße. Das merkt man, dass du von der See kommst, damit du nicht umwehst, ne? Windlast. Aber was ich auch nett fand bei dem LKW, ne? Es gibt Windeln statt Stiefeln. Oh ja, stimmt. Das führt diesen ganzen Nachschubwahnsinn schon mal ganz gut ein, ja. Wobei man sich auch fragt, wie hat er dieses Loch in den Stiefel gekriegt? Und haben die da keinen Schuster? Egal. Nein, er sagt ja sogar, dass er die Stiefel zu einem Schuster nach Vermont geschickt hat. Schicken würde. Ja, das Problem ist, er kommt nicht aus Vermont, er kommt aus Maine. Warum schickt er die nach Vermont? Weil er deinen Schuster kennt, das ist eine doofe Frage jetzt. Ja, aber wenn er da studiert hat oder was, also als Student hat er bestimmt eher einen Schuster kennengelernt als bei Vater, ne, zu Hause in Crab Apple Cove. Schuster bleibt bei deinem Leistenbruch. An der Stelle habe ich eine weitgehend unrelated Geschichte. Gott, ist das mit dem Denglisch, ist heute schlimm. Eine weitgehend mit nichts zu tun habende Geschichte von meinem Herrn Vater. Es begab sich zur Zeit, dass er in den 70ern beim Dienstherrn Bundeswehr war.
Der hatte privat ein paar schicke italienische Lederschuhe. Bei denen war dann irgendwann die Seele durch, die Sohle durch. Der fragte bei den Kameraden rum, ob denn irgendwer einen vernünftigen Schuster kennte, wo man die denn hinbringen könnte. Ja, und die fahren ihm alle irgendwie gleichmütig den einen, dass er dann mit diesen Schuhen hin, das war so ein alter, bierbeißiger Schuster, der guckte sich die Schuhe an und sagte, naja gut, komische Schuhe, aber das kriegen wir schon hin. Und der hat ihm dann da halt so eine richtig, richtig fette Ledersohle drunter geknallt. So, der war halt auch eher so die Springerstiefel gewohnt. Und naja, die Schuhe waren dann Jahre später, war dann den Schuhen wirklich alles komplett runter, außer der Sohle. Sah wohl ein bisschen komisch aus mit dieser fetten Ledersohle da drunter, aber hey, die Schuhe waren wieder ganz. Besser als eine Fiat-Fußmatte. Bis ich dieses paar maßgestiefelt, schneiderte Stiefel hatte, hat die Bundeswehr in den 12 Jahren nicht dabei war, haben die 8 Paar Stiefel bei mir ausprobiert zu bauen. Und ein Schuster hatte halt keine Schuhsohle in meiner Größe. Da haben sie aus einem Bundeswehr-Dienstwagen eine Fußmatte zerschnitten. Ohne Scheiß. Ich habe ein paar Stiefel mit einer Fiat-Fußmatte gekriegt. Da die auch so, ey, wenn du damit mal nach Afghanistan fliegst, dann hält der Taliban-Scout alle anderen für verrückt. So, was läuft denn da ein Fiat durch die Gegend? Oh Mann. Nein, das sind keine Menschenspuren, das war ein Auto. Ist es ein Mann? Ist es ein Auto? Nein, es ist Fiat-Stiefel, Sven. Die musst du dir rund erneuern lassen. Ja, gut, die haben sie so schlecht produziert. Ich habe den einmal festgezogen an den Schnürungen, hatte ich auf einmal die komplette Schnürung in der Hand. Weil das war halt irgendwie so ein Orthopädie-Schuster, der anscheinend irgendwie für einarmige, was weiß ich, sonst Schuhe gemacht hat, noch nie einen Stiefel gebaut hatte. Die Stiefel haben irgendwie so 5-mal Tragen überlebt, also so gesehen. Ja, witzig. Ja, aber wie war denn die Lenkung? Ja, auch scheiße. Vier typisch ein bisschen schwammig. Die gesamte Bauqualität war ein bisschen schottig. Ja, wollen wir noch über die Folge reden oder weiter über irgendwas anderes? Nee, ich fand es ja auch noch nett, dieses Zitat, wo er sich darüber aufregt, dass er mal neue Stiefel braucht, dass er sagte, I'm a desperate flamingo. Oh ja, ja. Also insgesamt war die Folge nicht arm an dummen Sprüchen. Ich fand auch am besten insgesamt eigentlich von dem japanophilen Zahnarzt in The Great Mouth of Life, Henry Blake is just a temporary filling. Oh ja, dieser Zahnarzt, ey. Oh, allein die ganze Zeit von dem. Und also dieser Zahnarzt, der war ja wirklich mal die Wucht. Schade, dass der Typ irgendwie nur in der Folge auftaucht. Ja, aber fangen wir mal vorne an. Denn Hogger versucht hier die Stiefel selbst zu flicken. Mit einer Geburtstagskarte von Frank. Stimmt. Die Frank zurückfordert danach. Ja, also, was soll er auch machen? Also seine Frau kontrolliert bestimmt hinterher seine Post. Ja, und mit was sonst soll er denn Margaret verärgern, wenn nicht mit dieser Postkarte? Ja, sie ist von meiner Frau und sie riecht ganz komisch. Oh Mann. Kriegen wir denn eigentlich noch zusammen, wer mit wem wie? Also der Nachschub... Sergeant, der will eine Füllung für die Stiefel. Ja, also der will eine Brücke, weil also Loch im Zahn macht der hier Zahnarzt ja so auf Anforderungsschein, aber das ist ja Kosmetik und das darf er nicht, aber wenn er, wie war das, wenn er einen 3-Tages-Schein für Tokio kriegt. Genau, aber dass der Zahnarzt jetzt Japan mag, das hätte ich nie vermutet in der Szene. Ja, hat er ja auch gar nicht 7-mal gesagt. Und dann hat man in der nächsten in der Kette, geht er ja zu Henry, weil Henry hat ja den Urlaubsschein. Genau. Und Henry hat gerade Stress mit Margaret. Genau, der hat Stress mit Wurzeln aus Major Quadrat. Den Witz reitest du jetzt auch, bis er hinüber ist, ne? Ja. Und dann geht Hawkeye zu Margaret und Margaret sagt ja, okay, also Hawkeye bietet an, keine Streiche mehr zu spielen, sagt aber Hot Lips, nee, will ich nicht. Sie möchte stattdessen eine Party für Frank. Die negative Wurzel aus Wurzel, Major genau, die minus 1. Oh Gott. Ja, und dann kommt auch noch das schöne Zitat von Hawkeye. I have just a run out of hypocrisy und stürmt aus dem Zelt, weil er keine Geburtstagsüberraschungsparty für Frank machen möchte. Stürmt raus, tritt in die Pfütze, zack, Partyplanung. Genau, und dann stellt
Raider fest, dass er gerade in seinem Peak ist und dass, wenn es jetzt mit den Frauen nicht klappt, dann klappt es gar nicht. Und dafür würde er organisieren, dass er eine Geburtstagstorte organisiert. Ja, solange eben Hawkeye halt ein Date mit der Schwester Murphy organisiert. Und Schwester Murphy sagt, ist mir ganz egal, wer da kommt. Es könnte sogar Raider sein. Genau. Solange ein Hardrockner für sie dabei abspringt. Genau, sie würde ihn schon erkennen. He will be the one with the hairdryer. Genau. Und wer hat einen Haartrockner? Margaret eigentlich, ne? Bei Klinger, ja, Moment, vor ein paar Folgen hatten wir es, dass Klinger bei Margaret unter der Haube saß. Ja, scheinbar hat Klinger jetzt inzwischen einen eigenen. Ja, besser ist, sonst wird ja Frank immer so rallig. Und Klinger möchte halt seinen Passierschein A38, ich weiß nicht, wie er es da mal unterschrieben haben will, Paragraph 8. Ja, er hat herausgefunden, dass es auch die Möglichkeit gibt, nicht nur mit einem, über ein psychologisches Gutachten quasi rauszukommen, sondern auch, wenn er 4 Offiziere hat, die unterschreiben, dass er bekloppt ist. Naja, als erstes fragte er nach einer Nasen-OP, aber da kommen wir nächste Folge nochmal genauer drauf. Ich glaube, die bietet Hawkeye ihm an, so von sich aus. Das stimmt ja, er bietet ihm die Nasen-OP an und $100 dazu. Aber er will dann doch lieber aus der Armee raus. Verstehe ich jetzt auch ganz gut. So ähnlich, genau. So sagen sie etwa, dass meine Nase zu groß ist. Nein, ich würde noch was dazu packen. Ja, und der Tauschhandel klappt ja bis zu dem Punkt ganz okay. Und wir haben ja jetzt die schöne Rede, die Henry gemacht hat, zum Anlass, dass Frank Geburtstag hat. Und das ist echt mal wieder eine tolle Henry-Rede, oder? Oh ja. You are married, that is okay, so is my wife. Ich möchte davor noch mal kurz auf die Szene eingehen, wo Margaret ihm Hochzeitsnacht gelesen, deswegen sein Geburtstagsgeschenk gibt, und zwar eine Reitgerte, die Margarets Mutter ihrem Vater in der Hochzeitsnacht, kein Kinkshaming, ja? Das ist alles in Ordnung unter erwachsenen Menschen, die sich da einig sind. Ich komplett übersehen mit der Reitgerte, obwohl, ganz ehrlich, das ist, glaube ich, auch kein Kinkshaming, wenn bei denen zu Hause eine ähnliche Beziehungsstruktur herrscht wie bei Margaret und Frank. Egal. Gut, denken wir da nicht weiter drüber nach. Ich bin da zwar nicht so, aber an der Stelle fand vielleicht doch. Ja, sehr schön. Frank sagt dann ja auch, why don't people like me? Und Margaret sagt, well, have some wine, Frank. Ja. Tja, und auf der Party implodiert dann alles. Henry ist voll wie eine Haubitze und er vergeigt es zwar nicht, aber so nach und nach fällt dann halt alles auseinander. Nee, ist ja ganz klar, weil Frank nicht unterschreiben will. Ist ja. Klinger kommt rein und will was unterschrieben haben. Und Frank sagt nein und Margaret macht auch noch Ritsch-Ratsch. Ja, dann fällt die Scheiße die ganze Leiter wieder runter. Genau, dann will nämlich Klinger seinen Haartrockner zurück. Raider steht ohne Haartrockner bei Schwester Murphy. Nimmt daraufhin die Torte wieder mit. Ja. Und ohne Torte keine Party. Ohne Party kein... Was war's? Ich habe auch den Faden verloren. Ja, Margaret zieht die Beschwerde gegen Henry nicht zurück. Henry ist deswegen sauer und gibt den Urlaubschein nicht. Und der Zahnarzt sagt dann, sayonara, Senorita. Ja, sehr schön, dass der japanophile Zahnarzt dann rausrennt und Trapper ihm hinterher ruft, we are sorry for Pearl Harbor. Und Hawkeye, it will never happen again. Ja, und dann ist natürlich Staff Sergeant Selmo Salia Sale, der hier seinen ersten Auftritt hat, ist natürlich dann auch sauer und Hawkeye kriegt keine neuen Stiefel. Sergeant Sale ist jetzt eine Figur, die uns tatsächlich bis in die 8. Staffel erhalten bleiben wird und noch oft Auftritte hat. Wie findet ihr den eigentlich? Weil im Moment ist er noch so ein relativ üblicher, ja, Versorgungsoffizier, wie wir es schon oft hatten, aber er wird ja doch noch interessanter, gerade mit seinem Streit, den er regelmäßig mit Klinger hat. Da ich mich an diese Figur kein bisschen erinnern kann und ich ihn jetzt nur als diesen üblichen korrupten Nachschieber bis jetzt verbucht hat, wo wir auch mit dem Inkubator-Folge so einen ähnlichen hatten, hatte ich da jetzt nicht besonders drauf geachtet.
Ja, jetzt, wo du ihn gerade erwähnt hast und Sähe gesagt hast, weiß ich auch wieder, wer das ist. Der ist mir, war mir bis gerade eben quasi komplett entfallen. Ja, natürlich, der wird ja später wirklich noch ein relativ interessanter und immer wieder wichtiger Charakter. Ja, ich fand ihn in dieser Folge auch ein bisschen farblos und irgendwie, naja, gut, halt der korrupte Nachschieber. Ja, aber das ist üblich, was wir schon öfter hatten, so sehe ich das auch. Genau, aber ja, das so in den späteren Folgen gefällt er mir doch eigentlich ganz gut. Insgesamt wird ja dann auch ein bisschen mehr Licht auf die, ja, wie nennt man das, einfach, also enlisted, die einfachen Soldaten geworfen, also sei es Klinger, sei es Raider, sei es Zael, wie heißt der, Igor, glaube ich, kommt ja auch noch immer öfter mal vor. Ja, Igor Straminski oder so ähnlich. Genau, und ja, die dann ja im Prinzip nochmal so eine neue Gruppe irgendwie bilden, die spielen ja bis jetzt quasi überhaupt keine Rolle. Beim Ende der Folge ist euch ja auch wieder aufgefallen, dass Hawkeye endlich mal ein vernünftiger Arzt ist, weil was ist ein Arzt ohne Golfschuhe? Oh, ja. Ja gut, also Golftasche als Schuh, ja, kann man machen, ja. Ja, also ich fand das mal wieder so ein typische, es war eigentlich ein geiles Ende, als das alles in Rekordzeit auseinanderfällt und dann muss irgendwie noch die Abschlussszene kommen und die ist dann eher so ein bisschen schwach. Das ist ja aber bei Mesh auch ein üblicher Tropus, dass dann also so dieser nachgestellte Gag nochmal, ich glaube, der war dann erst, damit man dazwischen nochmal Werbung schneiden konnte, habe ich so das Gefühl. ja, es war dann eher so, ja gut, okay, Golftasche, haha, wie lustig. Ja, von wem hat er die eigentlich geklaut? Das wird seine eigene sein, oder? Nee, ich vermute mal, er hat die irgendwo wieder geklaut. Wer spielt denn Golf? Henry? Läuft öfters mal im Golf rum? Frank hat noch nie Golf gespielt? Keine Ahnung. Ich glaube eigentlich alle von den Offizieren, oder? Ja, also ich glaube, er hat auch schon selbst mal Golf gespielt, aber ich traue es ihm trotzdem zu, dass es irgendjemand anderem geklaut hat. Ja, da habt ihr auf jeden Fall recht. Gut, hat noch jemand was? Nur noch einen kleinen Anachronismus. Immer raus damit. Ja, Henry erwähnt den Film Der Blob. Der ist aber tatsächlich erst 1958 rausgekommen. Und das hier spielt so 1950, 51. Also, er kann die Zukunft bloppen. Obwohl, den Blob, den hatten wir doch schon öfters. Der hatten wir doch jetzt schon vor ein paar Folgen schon mal, den Blob. Und wenn ich, also der Blob, der taucht auch öfters auf als Anachronismus, oder? Ja, da ja relativ unklar ist, wann welche Folge jetzt wirklich und so weiter und so fort. Aber der Blob kam, glaube ich, insgesamt erst nach dem Koreakrieg raus. Von daher hilft uns das jetzt nicht. Nee, fällt mir nur auf, dass sie diesen Film halt öfters erwähnen. Also das, ich glaube, die haben irgendwann mal eine Liste gemacht mit Filmen der damaligen Zeit, haben da den Blob draufgeschrieben und bei jeder Kinovorführung kommt dann halt der Blob wieder vor. Blob der auf, ja. Ich habe übrigens versucht, das selber zu recherchieren, weil ich nicht auf die Idee gekommen bin, dass das bestimmt irgendwer anders schon für mich getan hat und habe dann nachgeguckt, wann sowohl The Thing als auch The Blob rauskamen. Es gab da inzwischen aber so viele Remakes von, dass ich dann irgendwie so, wie, da gibt's noch ein Remake von? Da habe ich irgendwann die Schnauze voll gehabt und habe so noch 10 Minuten aufgegeben. Ja, The Thing war aber 1951 das Original. Also der könnte gerade draußen gewesen sein. Willst du etwa einen Thing-Blob-Podcast starten? Nein. Ich wäre dabei. Oh Gott. Ja, dann macht ihr das doch so lange. Gut, es klingt übrigens immer, wenn ich dieses so, haben wir denn noch was sage, dann klingt es immer tatsächlich davor geschnitten, finde ich, was ich nicht habe, noch kein einziges Mal. Aber gut, also, haben wir denn noch was? Dann kommen wir zur Bewertung. Bitte schneiden, bitte schneiden. Grüße nach Herten. Ja, ich fange mal an. Nach der doch echt grottenschlechten 16. Folge ist diese 17. immerhin unterhaltsam. Also diese ganze Kette von Verwicklungen und so weiter und so fort, wo man schon sieht, oh Gott, das wird immer bizarrer, es wird immer schlimmer und es wird immer schwieriger, das einzuhalten. Und es ist einem ja eigentlich schon klar, dass die beiden das Ding nicht unterschreiben und dass das schief geht. Und ja, dass wie dann alles in Rekordzeit auseinanderfällt, das fand ich doch sehr unterhaltsam. Von daher keine besonders tiefe Folge, aber immerhin ein unterhaltsamer. Ich fand Schwester Murphy, wie sie da cool as ice irgendwie sagt, so ja, ist mir egal, ich brauche halt einen Haartrockner, sonst geht hier gar nichts. Fand ich obercool, hat mir richtig gut gefallen. Von daher, ja, unterhalten soll sie, unterhalten hat sie, ich sag mal 3,5. Ja, 3,5 von 5 temporären Füllungen in großen Mund des Lebens.
Also ich gebe ein Loch im Stiefel, 3 Stufen auf dieser in sich zusammenklappenden Leiter und noch 4 Punkte für unsere Diskussion. Okay, ja. Ich gebe 5 von 10 japanophilen Zahnärzten. Sehr schöne Folge in meinen Augen. Durchschnitts-Mesh-Folge, aber kein Highlight. Bisschen schade, dass dieser japanische Zahnarzt ein bisschen seltener vor, also dass er nur einmal auftaucht in meinen Erfahrungen. Ja, ich sehe es auch so. Es ist eine ziemlich mittelmäßige Folge. Sie tut nicht weh. Sie hat lustige Momente, aber sie ist auch nicht überragend. Es gibt so ein paar Szenen, die reißen es dann so ein bisschen noch raus, wie der sturzbesoffene Henry und seine Rede oder die schon erwähnte coole Schwester. Ich gebe 6 von 10 Haartrocknern. Sehr schön. Dann sind wir froh, dass wir bei der Besprechung dieser Folge so viel Spaß hatten. Also das geht mir zumindest so. Und ja, hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Mesh unter Messer. Nächstes Mal Staffel 2, Folge 18, Operation Noselift. Den deutschen Titel sage ich nicht, der ist wieder furchtbar. Ciao. Bis denn. Tschüssi. Bis dann. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu Mesh unter Messer Staffel 2 Folge 18 und heute gucken wir mal, wer die größte Nase hat. Er hat die größte, Operation Noselift. Und in dieser wundervollen Folge lernen wir Private Danny Baker kennen. Er hat nicht nur ein Problem mit seiner Moral, sondern auch mit seiner ja doch etwas übergroßen Nase, bei der man leider in HD sieht, wie schlecht sie aufgeklebt ist. Ja, ich würde sagen, das war Wachs. Vermutlich, oder ja, Knetmasse einfach. Deswegen ist wahrscheinlich die Nasen-OP auch gar nicht so schwierig, die er haben will. Und Hawkeye arrangiert es, dass ein alter Freund von ihm, ein plastischer Chirurg von Tokio, ins Camp kommt, um diese OP auszuführen. Denn Hawkeye verspricht ihm eine ganz besondere Schwester. Er weiß nur noch nicht, welche. Diese ganze Aktion ist natürlich wieder komplett verboten. Deswegen müssen Hawkeye und Trapper verhindern, dass Frank oder Margaret dahinter kommen, was sie da treiben. Ja, und was wir hier treiben, ist, wir besprechen Mesh jede Folge für Folge und in wechselnder Besetzung. Und unsere heutige Besetzung sind die folgenden Nasen. Ja, also hier ist der Sven und ja, ich freue mich, dass ich wieder hier sein kann. Hier ist der Arne mit der Nase. Und hier ist der Supernasen-Sven. Und hier ist der leicht verstopfte Flo. Ja. Hast du jetzt verschnupft oder verstopft gesagt? Was dir besser gefällt. So oder so wünsche ich dir gute Besserung. Ach, wir popeln uns dadurch. Solange du nicht abstumpfst dabei. Ja, ich hoffe so, dass du verschnupft bist und nicht nur dadurch popeln musst. Ich weiß schon, warum ich beim Veröffentlichen der Folge über den Explicit Text setze. Ja, ey, Leute, ein bisschen mehr Disziplin. Ja, tut mir furchtbar leid, da bin ich einfach schlecht drin. Ein bisschen mehr Disziplin würde sich auch Henry wünschen. Der schreibt mich gerade einen Brief an General Mitchell wegen seinem Auftritt als King Neptun beim Mardi Gras des 4077. Er betont dabei, dass er unterhalb der Gürtellinie vollständig bekleidet war. Besonders in der Höhe, der Pelvic, also in der Becken, in der Beckengegend. Ja. Lendengegend, würde man wahrscheinlich im Deutschen sagen. Genau, und als er diesen Brief schreibt, taucht die Militärpolizei bei ihm auf und liefert ihn Private Danny Baker ab.
der abhauen wollte. Wobei man natürlich erwähnen muss, dass der Edelstein bei ihm im Bauchnabel natürlich geschmackvoll war. In dem Brief. Und dann wünscht sich ja Henry auch ein bisschen mehr militärische Kopfbedeckung, als er da salutiert. Ja, so ein Finger, so ein Angelhaken im Finger tut echt weh. Das hatte ich genau einmal und danach war ich mit Angeln irgendwie ziemlich durch. Und mit Salutieren. Ja, damit war ich schon vorher durch. Muss ich mal probieren. Dir einen Angelhaken in den Finger zu hauen oder salutieren? Also salutieren hatte ich leider doch schon ein paar Mal. Am besten hat mir die französische Art gefallen. Oh la la. Mit dem Mund? Ja, also man merkt, hier im Podcast ist mit der Disziplin nicht so ganz gut und auch Henry gibt zu, dass er mit dem Durchsetzen der Disziplin nicht so der Beste ist. Ach, ist uns noch gar nicht aufgefallen in den bisherigen 40 Folgen. Sehr gut, aber immerhin hat er ja Raider, der die gute Idee hat, den Private zum Father zu schicken, was nun wirklich eine gute Idee ist. Ja, den haben wir schon ewig nicht mehr gesehen. Das stimmt, ja. Wobei das mit dem Sehen in dieser Folge echt schlimm ist, weil in der Szene mit dem Pater sieht man diese Nase ja. Und das ist ja noch nicht mal dieselbe Farbe. Und ich hab's ja nicht in HD geguckt oder sonst was, aber selbst in der grottigen VHS-Qualität quasi siehst du, dass es halt eine andere Nasenfarbe ist. Ja, es erinnert mich an diese alten Zeichentrickserien, wenn der irgendwas, was sich bewegt, eine andere Farbe hat, damit man weiß, ah, das bewegt sich gleich. Das ist, also selbst für 1974 ist das echt schlecht gemacht. Ich glaube, die Sachen bewegen, haben eine andere Farbe, nicht weil sie sich bewegen, sondern weil sie auf einem anderen Layer quasi sind. Also das ist ja übereinander gelegte Folie. Ja, ja. Aber du kannst nicht behaupten, dass diese Nase hier auf derselben Folie ist wie der Rest. Das ist wahr, ja. Aber die haben sie gut mitgeführt. Da kann man jetzt nicht meckern. Also das, der Vorläufer des Rotoscopings hier, der lief ganz gut. Weil Rotoscoping ist, wenn sich Sachen voreinander weg... Naja, lassen wir das. Ja. Schneide ich raus. Ja, das will Baker übrigens auch rausschneiden. Nämlich die Nase. Ja, nicht die ganze Nase, nur diesen, sagen wir mal, Kamelhöcker. Tja, und obwohl Hawkeye und Trapper ja nur ganz gute Chirurgen sind, sind solche Operationen erstens verboten und zweitens ist das dann ja doch nicht ganz so ihr Ding. Also sind dann ja auch irgendwie eher Bauchraumspezialisten oder Chest, also Brust- und Bauchraumspezialisten. Wobei den direkten Vergleich zwischen Klingerszinken und diesem Kunstwerk hat man jetzt nicht, ne? Nee, es wird so gar nicht erwähnt. Was ja lustig ist, in der letzten Folge hat Hawkeye Klinger ja eine Nasen-OP angeboten. Wer das dann geregelt hätte, würde ich jetzt auch gerne mal wissen. Bei der letzten Folge war ja nur, die Nase bleibt und den Hardtop gibt es nur gegen, lass mir das. Wenn ihr das wissen wollt, das könnt ihr in der letzten Folge alles nachhören. Die Kette kriegen wir jetzt, glaube ich, auch nicht mehr zusammen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Moment, wo dieser Typ da auftaucht, dieser Stanley Stosh Robbins, Pierce alter Kumpel, da legt für mich die Folge irgendwie eine komplette Nasenlandung, pun intended, hin. Gott, ist das ein Arschloch. Also es geht schon mal damit los, wie schafft er es denn in 2 Stunden von Tokio im Camp zu sein, wenn heutzutage ein Flug von Tokio nach Seoul schon 2,5 Stunden dauert? Ich glaube, er wird durch seine Geilheit angetrieben. Also der Typ ist ja eine Katastrophe. Ist übrigens der gleiche Schauspieler, der schon den anderen Typen, der Margaret massiv bedrängt hat, gespielt hat. Ah, stimmt, ja. Den sie da so gegaslightet haben. Dr. Philip Sherman, als war das der in der ersten Staffel. Ein Psychiater oder sowas. Ja, wobei, bevor er ankommt, gibt es ja noch eine schöne Szene, wo Hawkeye am schwarzen Brett steht und noch sagt, ich habe schon bei der Einberufung gesagt, dass ich 2 Wochen Kündigungsfrist brauche, damit ich einen neuen Krieg suchen kann. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern, aber gut.
Ist das vielleicht wieder so ein Problem mit Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch? Kann sein, keine Ahnung. Ich vermute, also ich erinnere mich im Deutschen dran, im Englischen habe ich es nicht geguckt. Und ich finde es halt auch nett, wie der Kumpel, der da angeritten kommt und sagt, ah, die Müllkippe habe ich schon gesehen, wo ist denn das Camp? Das ist das Camp, ja, dann solltet ihr mal einen Luftangriff anfordern und von vorne anfangen. Ja, insgesamt sind die Sprüche da schon ganz gut und illustrieren halt, was für ein absolutes Arschloch er ist, ne? Ich meine, an der Stelle stellen sie das ja mit Absicht so dar, wo Raider sein Gepäck nimmt und er sagt, Caesar's face, it can be saved. So, Alter. Ja, wobei das mit dem, wo Henry anfängt, Promis zu raten, ne? Ist auch schön. Ich weiß nicht, ob es im Englischen auch ist mit dem SS. Ja, wobei da finde ich eigentlich den Moment davor noch viel besser, wo Henry da irgendwie steht in seinem Bademantel mit den Stiefeln und der und dem komischen Hut und irgendwie mit seiner scheiß Puppe steht und brüllt, who broke my doll? Und er sagt nur, I didn't know you had a mental ward, that's our commanding officer. So, okay, das fand ich wirklich witzig. Ja, vor allem erwähnen sie jetzt aber Sylvester Stallone. Ah, okay. Ja, bei dem kam das ja dann deutlich später raus, dass bei dem mit der Nase auch was nicht in Ordnung war, aber das ist ein anderes Thema. Nee, nee. Er hat, Sylvester Stallone hat ja auch mitgespielt bei MASH. Im Originalfilm. Ja. Ja, aber irgendwie als Statist in der fünften Reihe, war das nicht so? Genau. Und uncredited, also nicht genannt im Abspann, aber er war irgendwo mal so im Hintergrund ein Soldat, ja. Und da hatte er auch noch nicht genug, ich weiß gar nicht, was das war, was er da an Dopingzeug irgendwie gefressen hat oder Steroide oder irgendwie sowas, dass auch das Nasenwachstum und so irgendwie ziemlich beschleunigt. Also da war mit seiner Nase wahrscheinlich noch alles im Urzustand. Ja, es ist halt nur so nett, so quasi Metamesh, dass jetzt quasi Sylvester Stallone irgendwie in der Folge erwähnt wird. Aber natürlich auch wieder ein Anachronismus. Und wir hatten es in der letzten Folge schon, ein anderer Anachronismus ist, hier kommen auch wieder die Filme The Thing und The Blob vor. The Thing könnte passen von 1951, The Blob von 1958 definitiv nicht. Im Englischen ist es übrigens auf keinen Fall Sylvester Stallone, da ist es irgendwer völlig anderes. Habe ich mir aber auch nicht gemerkt. Ja, und dann auftritt Major Quadrat und Bedrängung von Hot Lips. Ja, also ich sage mal, vorher beginnt ja dann auch wirklich die Operation Nose Lift, die sie ja doch wirklich richtig generalstabsmäßig geplant haben. Also das könnte man ja durchaus als Nasenheist bezeichnen. Es geht ja los mit dieser absolut großartigen schauspielerischen Leistung von Raider da beim Ballspielen, wo er mal so richtig aus sich rausgeht, bis er dann den Ball auf die Nase kriegt. Vor allem, wie er dann so sich ganz schick da einfach das Gesicht zuhält und jammert und er sofort abtransportiert wird, bevor irgendjemand genau nachsehen kann. Ja, sehr schön, dass Frank dann noch sagt, let me see, maybe I can help. Und Trapper sagt, I don't think so, Frank, he needs a doctor. Das finde ich eigentlich wirklich schön. Du hast eben gesagt, so ein Heist-Movie und genauso kommt das einem auch vor. Also es sind alle eingeweiht, bis auf unsere beiden Lieblings-Majors. Ja. Und alle spielen es auch schön mit. Das sieht man ja ganz zum Schluss auch nochmal, wenn Frank entdeckt, dass Raider gar nichts an der Nase hat. Ja. Und der will unbedingt rausfinden, wem jetzt die Nase gemacht worden ist in dieser illegalen Operation. Und alle im gesamten Camp haben Bandagen auf der Nase. Ich setze auf den Hund. Inklusive dem Hund. Genau. Ja, ich fand auch die PA-Ansage sehr schön, wo dann die Majors Hawkeye bedrängen, dass sie da ja irgendwie rein wollen und dann irgendwie als erstes der eine Major zur Operation und der andere Major zum Kommandierenden Officer und Major Houlihan ins Supply Tent oder was und those were the major announcements. Budubusch. Das haben sie im Deutschen leider nicht mit dem Major Announcements, ja, aber okay. Da habe ich mir danach nur auch halt aufgeschrieben, Major 1 mag Major 2 nicht. Ja, Margaret wird echt heftigst bedrängt. Ja, also das ist auch die Szene, mit der ich echt ein massives Problem hatte. Da wiederholt sich das ja wirklich, was beim letzten Auftritt des Schauspielers schon der Fall war. Und mein Problem besteht nicht mal, also dass man kann ja einen Charakter bringen, der sowas tut.
Aber dass er dann erstens dann da, danach irgendwie von Hawkeye nur so, dass das nur so weggelacht wird, so nach dem Motto, hahaha, jetzt komm mal mit und mach, wofür du eigentlich hier bist, so. Und dass das Trapper dann irgendwie hingeht, sie irgendwie umarmt und irgendwie sowas Dämliches sagt und dann ist das alles in Ordnung und sie findet das irgendwie plötzlich toll oder ich habe keine Ahnung, was da passiert sein soll. Boah, ey, also sonst war die Folge doch gar nicht so scheiße. Ja, diese ganze Szene. Aber diese Szene ist eine Katastrophe und die reißt alles wieder runter, was sie so drumherum aufbauen. Der Schauspieler war in seinem ersten Auftritt ein übergriffiges Arschloch und ich glaube, hier ist er noch schlimmer. Weil er ja nicht nur Marco so behandelt, er sabbert ja jeder Schwester hinterher. Ja, und nochmal schlimmer als die etablierten Charaktere das tun und bei denen ist es schon kaum zu ertragen, ja? Ja. Also überhaupt diese ganze Prämisse, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, so nach dem Motto, hey, wir haben hier irgendwie die heißeste Schwester südlich von Tokio und deswegen musst du jetzt herkommen. Es ist schon so, ja, okay, ist klar. Schönen Dank. Ja, okay. Ja, es ist nicht gut und nicht schön, um es mal so auszudrücken, aber es passt wieder ins wie Faust auf Auge, dass es der alte Kumpel von Hawkeye ist und es fügt sich ins Gesamtbild ein, uns mal so zu sagen. Na, das können sie halt auch besser. Und das ist das, was mich daran wirklich ärgert. Es gibt viele Folgen, in denen die halt ohne so eine Scheiße auskommen und ohne so einen übergriffigen, ich will es jetzt mal in Ermangelung eines besseren Wortes, Humor nennen. Das sagt ja erstmal nichts über die Qualität. Ärgerlich. Also wie gesagt, eigentlich sonst eine echt unterhaltsame Folge, so mit den dummen Sprüchen, auch am Ende noch, wo Frank dann Raider fragt, what are you doing here? Und der sagt, I was drafted, Sir, ich wurde eingezogen. Mann, ja, und dann so eine Scheiße, das ist, komm ich nicht drüber weg. Vor allem, der sitzt in Tokio und hat bestimmt mehr Frauen um sich rum als da in dem Camp. Also ich finde das Verhalten nicht nur komplett für den Arsch, sondern auch unlogisch. Wenn der jetzt irgendwo von der Front abgerufen worden wäre, wo er monatelang unter Männern ist, das wäre auch keine Entschuldigung, aber das wäre für mich ein bisschen logischer gewesen. Aber so macht es gar keinen Sinn. Ja, wobei irgendwie übergriffige Arschlöcher, die um die Welt reisen, um irgendwie Frauen in Anführungszeichen aufzureißen, die haben wir ja heute auch noch. Also von daher, ich weiß nicht, ob man bei solchen komplett menschlichen Komplettausfällen mit, ich meine jetzt Menschlichkeit im Sinne von Humanität, ob man da überhaupt mit Logik argumentieren kann. Naja, gut. Aber es ist halt wieder, das ist der Sexismus der Serie und nicht der Sexismus der Charaktere. Das muss man ja auch immer unterscheiden. Das ist auch nicht der Sexismus der Zeit, in der die Serie spielt, sondern ja, es ist halt irgendwie dieser scheiß Altherrenhumor, der ja irgendwie immer noch nicht tot ist. So, haben wir uns ausreichend runtergezogen? Wollen wir zur Bewertung schreiten? Ach, ich bin ja gar nicht dran, aber. Ja, ich muss noch erwähnen, wie gesagt, diesen Wuffi mit Verband. Also diese Endszene, die reißt irgendwie so ein bisschen wieder noch für mich raus. Das ist so süß irgendwie wieder. Und gerade dieser Hund, der sonst ja nie aufgetaucht ist. Noch nie. Und dann auf einmal so pop. Ja, das war ein guter Schachzug. Was ich natürlich spannend finde, ist, auf der einen Seite desertiert er ja vom Mesh, weil alle irgendwie sich über ihn und seine Nase lustig machen. Auf der anderen Seite sind in diesem Moment jetzt plötzlich alle solidarisch mit ihm. Das ist irgendwie so eine Sache, die bei mir nicht so richtig zusammenpasst, wo ich da jetzt mal drüber nachdenke. Ja, ich meine also auch, dass dieser Übergriff da am Ende doch verabschiedet und sagt, ja, hier, Schwester war wirklich toll und ja, welche war es denn? Vielleicht war es ja Klinger. Nein, der betont ja immer wieder, dass er definitiv hetero ist, also von daher. Ja, so übergriffig, wie ihr Übergriffige ist, also ihn stört das bestimmt nicht. Na. Der Schauspieler dieses übergriffigen Doktors, Stuart Margolin, war nicht nur schon in einer Folge Mesh dabei, er hat auch viel später nochmal eine Comedy-Serie oder einen Auftritt in einer Comedy-Serie gehabt, zusammen mit Alan Alder. Und zwar waren die beiden im Mai 2009 zusammen in einer Episode von 30 Rock. Ich habe den Titel zumindest schon mal gehört, aber dann hört es doch auf. Ja. Habt ihr alle die Punkte at the ready? Ja. Yeah. Dann wollen wir? Jupp. Ja, bei mir ist es im Prinzip wirklich umgekehrt, wie es bei der Henry in Love-Folge war.
Da waren so ein paar Szenen, die es rausgerissen haben, und hier war es eine Szene, die es wirklich reingerissen hat. Und ja, weil mich das irgendwie doch sehr nervt und mir den ganzen, die ansonsten doch ziemlich gute Folge doch ziemlich versaut hat, würde ich sagen, naja, 3 von 5 Nasenoperationen ist jetzt zu naheliegend, aber mir fällt nichts anderes ein. Also 3 von 5 Nasenoperationen. Ja gut, ich gebe mal einen übergriffigen Schönheitschirurgen, 5 Nasenpflaster und ziehe eine beinahe Vergewaltigung von Margaret ab. Ja, ich gebe 4 Angelhaken im Finger und ein Buffy mit Verband auf der Nase. Also der Buffy mit Verband auf der Nase reißt für mich so die Folge ein bisschen wieder hoch, so gegen Ende. Den Nasendoktor hätte man auch gern anders bestechen können, sagen wir es mal so. Ja, ich bin jetzt kein so großer Fan dieser Folge. Also, es hat zu viel nicht gestimmt, dass sie mir noch Spaß hätte machen können. Deswegen gibt es bei mir nur 3 König-Neptun-Kostüme von 10. Ja, also das war's wieder heute bei Mesh unter Messer. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn wir eine weitere Folge besprechen, die mir gerade nicht einfällt. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao. Stelle fest, je schlechter die Folge, desto schneller sind wir durch. Hallo und herzlich willkommen zu Mesh unter Messer, Folge 19, Staffel 2, The Chosen People. Oder auf Deutsch, andere Leute sind auch Menschen. Das ist wieder ein toller Titel. In dieser Folge taucht eine koreanische Familie im Camp auf und schlägt da ihr Camp auf. Und ja, eine dieser koreanischen Frauen taucht auf und sagt, sie hat ein Kind von einem der Doktoren. Und es scheint ganz so, als hätte Radar seinen kleinen Radar nicht in der Hose gelassen. Aber das werden wir gleich alles noch genauer besprechen. Und wir, das sind heute... Hallo, hier ist der Sven. Der Austausch-Sven. Der Nicht-Sven. Und ich bin der Flo. Gar nichts mit Sven. Langweilig. Ich weiß, tut mir leid. So bist du halt. So bin ich halt. Und stolz darauf. Und auch ganz froh, denn Pat Morita ist wieder da. Captain Puck. Ja, es ist sein zweiter und leider auch letzter Auftritt. Und er ist wieder zurück im Mesh 4077 und spielt kein Poker. Diesmal ist er nämlich im OP als Beobachter, medizinischer Beobachter und Gelegenheitsübersetzer. Genau, er übersetzt ein paar interessante Sachen, denn unsere Doktoren können schlecht Koreanisch. Nee, Hawkeye kann immerhin ein bisschen besser Koreanisch als der Padre. Wobei die über koreanischen Übersetzungen im Deutschen noch schlimmer sind, glaube ich, als im englischen Original. Also sie machen dann auch noch den Umleitungwitz ähnliches. Ja. Apropos schlechte Witze, zu der allerersten Szene habe ich mir aufgeschrieben, Radar kann schlecht blasen und bekommt deswegen ein Ei ins Gesicht. Ich habe mir nur aufgeschrieben bei der ersten Szene, wir machen eine gallische Flapa und Radar spielt den gallischen Baden. Hat ihn niemand gefesselt, also. Ja, aber er kriegt ja auch Lebensmittel gern mal in die Fresse, sobald er anfängt zu spielen. Also ich kann aus Erfahrung sagen, also gerade Töne aus einer Trompete zu kriegen, ist nicht so einfach. Ich kann euch das gerne demonstrieren, aber das wollt ihr nicht hören. Ja, da war irgendwas mit Lippenspannung und so, ne? Also so. Naja, gut.
Sehr schön dann die Nachfrage von Hawkeye als, genau, war Frank schon mal so offen und so aggressiv rassistisch? Ja. Ich glaube schon. Dann ist mir das diesmal nur einfach so hart aufgefallen. Also, alter Schwede. Und dazu auch noch so ignorant, ja, I speak American. Die Scheiße hört man ja bis heute, ne? Ja, ist so ein richtiges Arschloch wieder. Also in der Folge fällt das wieder extrem auf. Sehr schön allerdings das Verbal-Sparring, was da mal wieder zu Ungunsten von Frank abgeht. What's Korean for Quack? Quack, that's my father-in-law's name. Frank, you're a father-in-law. Ja, ich fand's auch schön so mit, wo er denn so antwortet, also der Sam, also der Doktor. Dafür danken wir Ihnen auch aus dem tiefsten Bombentrichter. Ja, das sagt er im Englisch genauso. From the bottom of our bomb craters. Ja, es ist aber wieder eine ganz klassische OP-Szenen-Anfangssequenz. Das hatten wir ja schon oft. Also, was mir hier aufgefallen ist bei Anfangssequenzen, Mesh hat eigentlich immer dasselbe Intro, oder? Fast ja. Also die Bilder sind, glaube ich, immer dieselben. In der ersten Staffel hatten sie bei 3 Folgen die Musik ein bisschen geändert. Nee, weil es ist mir aufgefallen, das ist ja bei späteren Serien, dass dann halt teilweise auch erst eine Szene vor dem Intro kommt, teilweise auch andere Intros sind. Und da ist es mir so aufgefallen, wie wir öfters mal drüber reden, wie heutige moderne Sendungen und Serien sich gegen alte Serien vergleichen, dass da halt Mesh so, es ist genau immer dasselbe Intro, so irgendwie so beruhigend. So, man muss nicht aufpassen, ist das ein Special-Intro oder irgendwas, oder ist da eine wichtige Information im Intro versteckt, sondern es ist einfach nur ein fucking Intro. Ja, ich glaube, Cold Open nennt sich das, wenn vor dem Intro noch was kommt. Genau. Und das Intro wird hier tatsächlich nur dann geändert, wenn sich die Besetzung ändert. Und aber auch dann nur die Namen, glaube ich. Also, wobei man ja sagen muss, das ist natürlich wieder nochmal eine Änderung von den von der Fernsehserienzeit, wo das im Prinzip das Cold Open den Sinn hat, den ersten Werbeblock schon mal direkt dahinter zu schneiden, ne? Genau. Und dann halt zu Netflix oder Streaming-Zeit, wo man da ja oft so ein Previously oder sowas laufen hat, bevor dann das Intro kommt, damit die Leute halt sich dann doch nochmal erinnern, was denn da gewesen ist. Und das ist natürlich auch schön, weil man es dann direkt skippen kann, wenn man es wegbencht, ne? Ja, wobei, ich muss ehrlich sagen, also ich mag das an diesen alten Serien, dass man eben nicht was bisher geschah braucht, sondern dass man einfach in jeder Folge einsteigen kann. Und man ist trotzdem immer voll dabei. Also das ist zur Abwechslung auch mal ganz angenehm, im Gegensatz zu heute, wo du wirklich alles gucken musst. Ja, das habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich das, also mich das bei modernen Serien auch sehr stört, irgendwie, dass die im Prinzip dann ja als ein durchgehender langer Plot, ohne irgendwie, dass zwischen den Folgen auch noch im Hintergrund was passieren könnte oder so. Es gibt ja kein Off-Camera, sondern es passiert alles im Prinzip an einem Strang und in einem durch. Und ich habe das dann manchmal, wenn wir dann ein paar Folgen an einem Wochenende geguckt haben und eine Weile später wieder was gucken, dann, dass ich dann davor sitze und sage, was zur Hölle ist da los? Ich verstehe nichts. Ich finde es ohnehin, als das so Anfang der 2000er losging, war das okay, weil dann konntest du die Folgen noch unterscheiden. Da hatte jede Folge doch noch eine Handlung und es lief aber so durchgehend die Haupthandlung der Staffel, sage ich mal. Aber heute haben sie irgendwie eine große Handlung, die teilen sie auf, was weiß ich, 12 Folgen auf und meistens reicht die Handlung für 8 Folgen und der Rest ist Langeweile. Also gerade bei Netflix-Serien fällt mir das sehr auf, dass die extrem in die Länge ziehen. Das stört mich auch. So diese, wie es quasi bei Akt X hat es, so Handlungsfolge oder Monster of the Week-Folge, da ist das ja hier wieder quasi auch so eine Of-the-Week-Folge. Also, dass man hier merkt man ja eigentlich, dass es eigentlich so eine, ich möchte es nicht Füller-Episode nennen, die wir jetzt besprechen. Aber das stimmt aber. So gefühlt ist es so ein bisschen. Obwohl es natürlich auch schön ist, dass man da sieht, wie Raider sich mal richtig für Henry zum Rindvieh macht und sich richtig abackert, aber so im Endeffekt ist das ja eigentlich nur, ey, wir haben den Typen von Karate Kid, machen wir eine Folge um ihn rum. Okay, der hat, glaube ich, Karate Kid später gedreht, aber so, wenn man es jetzt sieht, ist es so,
hey, es ist der Sensei vom Karate Kid, der ist ein richtig cooler Typ, der macht richtig geile Sprüche. An sich ist es eine Vorstellungsfolge für ihn, so nach dem Motto, in der heutigen Serienwelt würde man sagen, ja, wir führen einen neuen Charakter ein und der darf jetzt ein bisschen glänzen, bis er dann so in das normale Cast aufgenommen wird. Und ich sitze da so, hey, der Typ ist geil, ich möchte mehr von dem, ich will den jetzt in jeder Folge. Der gibt Frank so richtig geile Widerworte, der erklärt die Kultur, der ist so ein richtig geiles Arschloch, steht mit den Händen in der Hosentasche immer daneben, macht einen geilen Spruch, mehr davon. Und dann merkt man so, das ist der letzte Auftritt. Mist! Ja, es ist schade. Wobei, vielleicht nennen wir es keine Füller-Episode, vielleicht nennen wir es eine Charakter-Episode. Wir lernen ein bisschen mehr über Radar heute. Das klingt vielleicht nicht ganz so negativ, denn eigentlich sehe ich die Folge auch gar nicht so negativ. Auch wenn es jetzt kein großes Highlight ist. Nee, so wollte ich es auch nicht ausdrücken. So, aber in so einer heutigen Serien-Nomenklatur würde ich das als eine Füller. Ja, so nach dem Motto, wir haben 20 Episoden gekauft, wir haben 10 geschrieben. Ja, machen wir die anderen 10 nochmal voll, du bist zum Mittagessen. No, das weiß ich gar nicht, ob das wirklich der Hintergrund war. Also das klingt mir auch wesentlich zu negativ. Das habe ich jetzt bei mehreren Folgen in Folge, also bei der hier, bei der ersten und auch bei der nächsten Folge, bei der 20er As You Were, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass einfach die Folgen leider schlechter sind als die Ideen, die dahinter standen. Was heißt schlechter? Sie sind ja nicht wirklich schlecht, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja. Yeah. Ja, und das Witzige, wir hatten off-Kamera drüber geredet, dass ich jetzt ja auch eine Babylon 5 Rewatch Podcast höre. Grüße an den Grauen Rat. Und die ja auch sagen, ja, hier war das Geld alle, deswegen hat man eine Füller-Episode. Und wie gesagt, das ist, hat man ja damals noch nicht so gemacht. Auf jeden Fall nicht bewusst, dass ich das jetzt wüsste. Aber es fühlt sich halt so ein bisschen an. Es ist halt eine coole Schreibfingerübung oder wie man es nennen will. Es ist halt nur nicht mehr der ganz große Krieg. Also sonst hat man ja so teilweise so Episoden gehabt, die so die ganz großen Themen ausgebreitet haben. Und hier hast du halt einfach ein paar Flüchtlinge, die das campen. Ja, das ist ja aber schon ein ganz schön großes Thema, ne? Ich meine, die sind da auf dem Land von dieser Familie. Sie wurde irgendwie wegen dem Kind von ihrer Familie verstoßen und so weiter. Das sind schon verdammt große Themen. Und genau deswegen sage ich auch, das ist eine total gute Idee, das zu verarbeiten. Und auch, ich sag mal, dieses Thema, so dass eigentlich allen, außer Frank, klar ist, ja, wir sind hier auf deren Land, aber trotzdem geht es halt nicht, dass die hier irgendwie in der Mitte von unserem Krankenhaus ein Feld anlegen. Und deswegen sage ich, ich finde die Folge leider bleibt etwas hinter der Idee zurück, das meinte ich damit. Ja, ich will da auch nicht doof dastehen oder das falsch ausdrücken, ich meine nur so irgendwie so gefühlt ist es halt nicht, sie machen nicht das ganz große Fass auch mit verschiedenen Drehorten und der großen, weißt du, so die ganz große Kiste aufgemacht und mal alles rausholen, was Mesh zu bieten hat oder was sie damals zu bieten hatten, sondern es ist irgendwie so ein Kammerstück. Ich weiß nicht, so theatermäßig so. Ja, es bringt die Serie nicht voran. Es ist ein großes Thema, aber es wird sehr, ja, sehr ruhig bearbeitet. Vielleicht auch ein bisschen zu ruhig, aber mal gucken. Wo du das gerade mit Pat Morita sagtest, ich finde das ziemlich witzig, dass er dann bei einer Stelle, wo Raider sagt, nein, sie verwechseln mich damit jemandem, sagt, that's possible, you all look alike to us. Ich weiß jetzt nicht genau, er ist Amerikaner, aber wo seine Vorfahren herkommen, aber als Mr. Miyagi war er dann ja nur ein japanischer Charakter, während er hier ein koreanischer Charakter ist und jetzt kann man Asiaten natürlich nicht unbedingt an der Nase ansehen, wo sie gerade herkommen, aber ich sag mal, ob jemand aus Portugal oder eher aus Norwegen kommt, da hat man ja dann doch auch schon irgendwie eine Idee und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das da auch so ist. Also geboren ist er in Isleton, Kalifornien, aber woher seine Eltern kommen, kann ich jetzt auch gerade nicht erkennen. Laut Wikipedia japanische Abstammung. Ah. Wobei, ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass gerade zwischen Japanern und Koreanern sehr geringe Unterschiede da festzustellen sind. Ja, gut, da machen wir jetzt mal nicht die Frank-Schiene auf. Naja, Menschen sehen einfach individuell so unterschiedlich aus, dass es da die Schwankungen schon groß genug sind, aber naja. Wobei er den Japan-Witz ja später bringt, wo er dann sagt, hier, das ist ja hier Selbstmord und dann sagt er nur so, nee, das sind nur die Japaner, nicht wir. Irgendwo sagt er ja so einen Spruch.
Lass uns mal zurück zur Folge gehen. Nicht, dass das Meta-Gequatsche nicht interessant ist, aber ja, sehr, sehr stilvoll, dass sich Raider da offensichtlich als G.I. Joe vorgestellt hat. Dr. G.I. Joe. Ja, wobei, also als sie da ankommt, gibt es ja natürlich erstmal andere Höchstverdächtige. Ja, das fand ich auch interessant, dass die beiden sich so vorwurfsvoll gegenseitig angucken und sich das beide irgendwie zutrauen, während ich als er dann sagte so, ach so, okay, so ein Sweet Talker ist das also, wo ich gedacht habe, also mal ehrlich, solche Schweine backen, dass die da irgendwie eine Einheimische schwängern und sie dann sitzen lassen, sind die halt beide nicht, ja? Also ich hätte es eher Frank zugetraut, aber... Das ist genau sein, ja. Sein Nicht-Stil, ja. Genau. Nee, also dazu hat man die beiden schon als zu moralisch kennengelernt. Aber das ist hier natürlich auch bei Raider das Problem. Dem traut man es auch nicht zu. Also ja, mir ging es so... Ja, ja, richtig. Aber es trauen ihm ja dann doch einige zu. Und er sagt ja am Ende auch sehr klar, dass das der Teil ist, der ihm gefällt oder gefallen hat. Ja, apropos zwischenmenschliche Beziehungen. Ich musste doch sehr lachen, obwohl es natürlich wieder ein ganz schön homophober Moment ist, wo Frank da mit dem Menschen von Civilian Affairs telefoniert und dann irgendwie anfängt von wegen so, ach ja, wir sollten uns vielleicht mal treffen, wir passen ja so gut zusammen und man hört ja nicht, was der auf der anderen Seite sagt, aber Frank ist ja doch sehr entsetzt, was der da wohl so vorschlägt. Tja, Frank. Ja, er sucht einen Freund und findet dann aus Versehen ein bisschen mehr, ne? Das würde auch erklären, warum er dauernd vor seiner Frau wegrennt, aber was will er dann mit? Ich ziehe die Frage zurück. Ja, aber dieses, man merkt halt auch wieder in diesem Kammerstück, ne, so Frank ist wieder das Arsch, vor allem als er dann diese MPs da zur Verfügung hat, um die Flüchtlinge weiter zu verflüchten. Wobei er dann halt auch der Sensei so einen schönen Spruch bringt mit, wie kann man aus einem Sauhaufen einen Komposthaufen machen, als sich Frank aufredet. Und dann halt auch, wo wir so schön zusammensitzen und dann gemütlich irgendwas Koreanisches essen. Aber was auch wieder aufgefallen ist, ne, für die Fußfetischisten, man sieht eine ganze Menge Stiefel in dieser Folge. Weil ja der kleine Junge permanent die Stiefel poliert, was ja auch einfach einer der schönsten Effekte ist, dass da Henry sich da aufregt und der Fuß geht immer hoch und wieder runter. Ja, und die Stiefel sehen allesamt ganz schön runter aus. Also die können ein bisschen Pflege gebrauchen, das stimmt wohl. Ja, es ist aber immer ein so netter kleiner Running Gag. Sobald irgendwo einer steht und was redet und nach unten guckt, ist der kleine Junge da und putzt die Schuhe. Ich weiß nicht, ob wir schon so weit sind, aber wir können ja vielleicht trotzdem vorher schon mal drüber reden. Wie fandet ihr denn das Ende von wegen, dass ich habe ihren Namen irgendwo aufgeschrieben, war ihr Name Chun-Li oder so ähnlich? Chun-Hee, Entschuldigung. Ja, also dass Chun-Hee dann da irgendwie von dieser Pharma-Familie da irgendwie dann plötzlich so quasi angenommen wird und die dann da alle zusammen glücklich auf dem Lastwagen wegfahren. Also ich fand das ganz schön schwach, muss ich mal so sagen. Ich fand das auch schwach, vor allem hingen bei mir diese Familie und diese junge Frau zusammen lange Zeit. Ich habe das gar nicht kapiert, dass das zwei getrennte Gruppen sind, sag ich mal. Ja, es ist halt menschliche Natur. Beide kommen ziemlich gleichzeitig an, also müssen sie zusammengehören. Oh ja, das hatte ich auch schon. Hier in Deutschland nennt man das Schlangenbildung. Ja, was mich bei dem Ende, ganz ehrlich, erst haben sie sich darüber aufgeregt, dass sie ja nicht auf den LKW sollen und so weiter. Und dann haben sie halt irgendwie, ich habe mich dann über diese Hochleistungskur am meisten gewundert, dass sie da so eine Kur einfach in den LKW binden. Tja, solange der LKW langsam fährt, aber Hochleistung hat die Kuh ja auch an anderer Stelle erbracht, wo dann Raider sagt, we better order some rubber boots because we've got an ox problem. Und Henry fragt, where? Und Raider sagt nur, you name it. Ja, es sind so schöne kleine Momente, oder auch jetzt, wo dann dieser Civilian Affairs Typ vorbeikommt und ja Henry alle vorstellt. Und dann auch so, das ist Lieutenant McKay, also der Pastor. Und dann fängt er an zu buchstabieren. G-O-T-T. Das sind so nette, einfach so richtig nette Momente in dieser Folge. Ich mochte auch, als die Familie und die Kuh zuerst angekommen sind und die Kuh bei Henry im Zelt auftaucht. Ja, und er sie erst für Raider hält. Das war auch ein schöner Moment.
Ja, ich war da ein bisschen überrascht. Ich dachte, Raider kommt vom platten Land, dass der mit diesem Rindvieh so überfordert ist. Das hat mich ein bisschen gewundert, aber gut. Naja. Ja, später bauen sie es ja ein. Was denn? Dass Raider sich alles Mögliche an Getier da zulegt. Aber da, ja, da ist es noch nicht Teil seiner Persona. Naja, sagen wir es mal so, wenn so eine Kuh zur Hälfte in der Tür steht und muss an ihrem Hinterende vorbei, ich glaube, ich würde auch erstmal so ein bisschen so, nicht, dass die austritt. Also so sah es für mich erst aus. Er ist ja dann an den Kopf gegangen und hat sie dann rausgebracht, aber so diesen ersten Moment so, Kuh, Zelt, Tür, was los? Ja, ich werde auch vorsichtig, muss ich sagen. Naja, ich weiß nicht. Ich mag Kühe und Kühe mögen mich meistens auch. Also von daher, alles gut. Ja, ja, nur ich komme halt auch vom Land und ich weiß halt so, dem meisten Viehzeug willst du dich nicht von hinten nähern, nicht, dass sie dann halt Panik kriegen. Ja, die Leute behaupten immer, ich hätte Angst vor Pferden. Das stimmt aber nicht. Ich habe vor Pferden genauso Angst, wie ich vor schwenkenden Minibaggern Angst habe. Ich gehe da halt einfach nicht in die Nähe, verdammt nochmal, weil sonst ist ja mein Kopf ab. Es ist mehr so Respekt. Ich meine, Kühe bringen mehr Leute um als Haie, also... Alles bringt mehr Leute um als Haie. Stimmt. Wenn es nicht gefährlicher als der Autoverkehr, beziehungsweise der generell der Verkehr und die gemeine Grippe sind, dann habe ich doch keine Angst vor, so. Boah, hoffentlich fangen Kühe nie an, Auto zu fahren. Manchmal hast du das Gefühl, das wäre schon so gefahren am Freitagnachmittag auf die A1 doch. Ja, wobei, also sie haben ja jetzt Ratten das Autofahren beigebracht. Also dauert es nicht mehr lange, bis sie das bei Kühen machen, ne? Goldfische fahren schon relativ lange. Naja, und Staubsaugervertreter auch, aber das ändert nichts an der Folge. Sehr gut. Wollen wir bewerten oder hat noch irgendwer was? Ja, ich fand das so schön mit Raider und dem Sex. Wo er zum Schluss, ja, ich hab ja noch nicht und ich würde ja nicht. Und dass sie dann dieses Mädel da rauskommt und sagt so, ja, mit wem willst du heute Abend ins Kino, Schätzelein? Ah, das fand ich so schön. Und dann, ja, trag den Fallschirmjägerschal. Ah. Ja, also ich möchte nochmal herausstreichen, wer da diese Idee überhaupt zum Bluttest hatte. Ja, du hast recht. Denn es ist eine Figur, von der man es gar nicht erwartet. Ja, vielleicht redet sie aus schlechter Erfahrung. Wieso? Also wir sprechen hier von Frank. Genau. Ach so, okay. Aha. Ja, wobei, ich glaube, da sie ihn ja dann so satirisch beklatschen, sind sie auf die Idee auch schon alle gekommen. Aber man war halt noch in der Problem-Bewunderungsphase. Ja, es gab damals ja auch nicht so viele Möglichkeiten, eine Vaterschaft festzustellen. Da war tatsächlich so ein Bluttest das Einzige, was wenigstens ein bisschen den Nachweis gebracht hat. Auch so Gentests kamen ja erst richtig spät, ne? Also irgendwie Ende 80er, Anfang 90er, wo sie dann bezahlbar wurden, zumindest fürs Budget von diversen Talkshows. Ja, ja, wenn du jetzt mal überlegst, so bei der damaligen Zeit und der Häufung der Blutgruppen, ja, da hätte das Ergebnis eigentlich auch relativ leicht anders aussehen können. Ich bin da jetzt nicht so total drin, aber das ist ja, war es nicht so, ich meine, wer hatte jetzt, Raider hatte eine seltene, ach, ist ja egal, aber auf jeden Fall so rein Wahrscheinlichkeit, dass da dann so bei so einem Bluttest rauskommt, ja, du könntest der Vater sein. Ja, du kannst es damit ausschließen, aber das war es dann halt auch schon, also bestätigen kannst du damit gar nichts. Genau. Aber ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, aber ich kann mich aus relativ vielen Serien irgendwie so aus den 80ern, 90ern erinnern, wo das so ein Thema war, dass man das ja mit so einem Bluttest zwar ausschließen, aber halt nicht bestätigen kann und so weiter und so fort. Tja, die einzige Möglichkeit war halt auswachsen lassen und dann auf Ähnlichkeit prüfen. Ja, und das Baby sieht aus wie alle Koreaner. Naja, Wie alle eingewickelten kleinen Dinger, ne? Genau, wie alle Babys. Ja, haben wir denn sonst eigentlich noch was zu dieser Folge? Nö, nee, eigentlich nicht mehr. Also ich zumindest nicht. Dann bitte ich euch um eure Bewertungen. Tja, dann würde ich mal anfangen und
wie gesagt, ich fand das Thema gut und wichtig irgendwie. Also beide Themen, die da im Prinzip angesprochen waren und dieses Gesamtthema irgendwie Kriegsmacht und Bevölkerung. Ich fand es halt ein bisschen schwach ausgeführt. Es waren viele, ich glaube, Kammerstück trifft das schon ganz gut. Nichts gegen Kammerstücke, aber ja, wenn man halt auch schon mal die große Show hatte, dann ist so ein Kammerstück halt manchmal ja ein bisschen klein, je nachdem, was man halt gerade vorher gesehen, geguckt, konsumiert hat. Und von daher, es war jetzt keine schlechte Folge, es wird aber auch nicht meine Lieblingsfolge sein. Von daher gehen wir mal auf 3,5 von 5 ins Zelt verlaufenden Ochsen. Ja, also ich fand die Geschichte an sich auch nicht so verkehrt, aber auch ein bisschen ja leichtfertig dahingeschrieben. Also da waren ein paar Lacher dabei. Ich nehme mal 3 rohe Eier auf der Trompete und 4, was hatten wir da? 4, genau, 4 schuhputzende Eingeborene. Ja, ich bin so, dass ich sage, ich gebe 8 von 10 japanischen Austausch-Koreanern. Ich finde, durch die Anwesenheit von Dr. Sam gewinnt diese Folge so unglaublich viel. Ich fand die Auftritte von ihm so genial. Also das ist eine richtig, richtig tolle Folge. Durch diese leichten, dummen Sprüche. Das ist halt so eine perfekte Mesh-Folge irgendwie. Du schaltest ein, gute Laune. Du hast die Handlung sofort nach Ende der Folge an sich wieder vergessen. Weißt nur, es sind ein paar gute Sprüche gefallen. Das ist halt, ja, sie haben wieder wichtige Kriegsthemen irgendwie behandelt. Und ja, sie hätten mehr aus diesem Kammerstück machen können, in meinen Augen deutlich mehr. Aber ist auch wieder so durch die Kürze der Folge, so dass ich sage, okay, wenn das jetzt eine Stunde gewesen wäre oder sonst was, da hätte man es mehr ausbauen können. Und wie gesagt, ich finde diesen Charakter des Austausch-Koreaners, der fehlt eigentlich in dieser Serie. Und es ist toll, dass wir da 2 Auftritte von hatten. Ich hätte mir noch deutlich mehr von ihm gewünscht. Ja, da stimme ich dir zu. Für mich war das eine solide Folge. Über Mittelmaß, würde ich sagen. Hatte schöne Gags. Aber es war halt auch einfach ziemlich belanglos. Ich gebe 6 von 10 Bombenkratern. Ja, damit haben wir es heute auch schon wieder geschafft. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn wir die Folge 20 besprechen, deren Titel ich gerade nicht im Kopf habe, aber das erfahrt ihr dann schon. Und bis dahin, habt eine schöne Zeit. Tschüss. Ciao. Auf Wiedersehen. Tschüss. Liebe Hörerinnen und Hörer von Mesh unter Messer, wir sind in Staffel 2, Folge 20 angekommen. Wir nähern uns mit Riesenschritten dem Ende dieser Staffel. Die Folge heißt As You Were im Englischen und beim deutschen Titel müsst ihr mir wie üblich aushelfen. Spenden macht schwindelig. Ach du Scheiße, das ist ja noch schlimmer als die letzten Male schon. Ja, zumindest ist es wirklich aus einem Kontext in der Folge genommen. Ja, aber naja, gut, okay. Also, nur Durst ist schlimmer als Heimweg und nur Heimweg, hallo? Nur Durst ist schlimmer als Heimweh und nur Langeweile ist schlimmer als Stress. Dementsprechend wird als erstes mal die große Langeweile, die im Camp ausbricht. Ich kann nicht richtig reden heute. Wird als erstes mal die große Langeweile, die im Camp ausbricht, wenn halt gerade keine Verwundeten reinkommen, dargestellt. Und ja, als dann die Verwundeten reinkommen, da verwandelt sich die große Ruhe dann plötzlich in die große Hektik. Von der Idee her eine sehr, sehr schöne Folge, wie ich finde. Und ja, darüber reden heute aber mit mir. Der Arnim. Der Gorilla im Sven-Kostüm. Und eine ziemlich gute Kopie aus dem Kopf von Rita Hayworth. Ich bin der Flo. Ja, und hier ist dann noch der Sven im Gorilla-Kostüm
Und ja, damit kann es losgehen, würde ich sagen. Schön, dass ihr da seid. Und ja, ich habe gerade schon gesagt, ich finde die Idee zur Abwechslung mal ganz schick. Auch einfach mal zeigen, was passiert, wenn denn eigentlich nichts passiert. Ja, das hat mir sehr gut gefallen, weil man merkt ja auch, die Langeweile ist fast genauso schlimm, wie wenn ständig Verwundete reinkommen und man zu gar nichts kommt. Vielleicht sogar noch schlimmer, weil dann hat man Zeit nachzudenken. Ja. Und seine Kollegen irgendwie irgendwo reinzustecken, ne? Ja, they boxed me. They hit you? No. Did I tell you about the boxing? War es, glaube ich, genau. Ja, ist im Deutschen nicht ganz so schön, aber schön sind dann im Hintergrund auch diese ganzen Kleinigkeiten, womit sich die Leute beschäftigen. Im Hintergrund hast du so dieses Square Dancer und dieses mit dem Gorilla-Kostüm, das ist so schön gespielt, wie die da rumhüpfen und diese ganzen Streiche und zur Handlung. Also, alle langweilen sich, alle machen irgendeinen Schwachsinn. Frank hat Blinddarm, Frank möchte operiert werden, stellt fest, dass seine Affen Gorillas sind, seine Ärzte Affen, egal. Und dann gibt es auf einmal wieder Verwundete und alles ist vorbei und die Folge auch. Also, das ist die Kurzfassung jetzt, ohne das Sven mal vorwegzunehmen. Nö, ich hätte jetzt auch gar nichts weiter dazu gesagt. Also, du hast das aber schon sehr schön zusammengefasst, ja. Es sind halt einfach wirklich nur eine Aneinanderreihung an Dummsprüchen, Scherzen und eigentlich netten Szenen. Also, um es mal so auszudrücken. Also, man hat wieder das Major-Quadrat, wo Major 1 wieder für Major 2 denkt und sagt, du musst deinen Blinddarm mal endlich behandeln lassen. Den Leistenbruch. Leistenbruch, ach, Blinddarm, Leistenbruch. Ich wollte gerade fragen, ob das im Deutschen wirklich der Blinddarm war. Im Englischen ist es nämlich Leistenbruch. Hernia, also der Leistenbruch, ja. Und ich finde das so geil, wo die beiden dann halt diskutieren, so nach dem Motto, ach, die sind doch gute Ärzte und diese ein, zwei Streiche musst du ja mal akzeptieren und dann kommen die rein und die sitzen da in diesen super schlechten Gorilla-Kostümen, die auf eine richtig schlechte Art und Weise absolut genial sind. Ja, ich habe mich gefragt, welche arme Sau denn eigentlich mit Frank da am Anfang in der Gegend rumrennen muss, um die Condiments richtig zu arrangieren. Hat jemand von euch eine Ahnung, was die da im Englischen, im Deutschen gesagt haben? Weil für Condiments gibt's, glaube ich, keine gute Übersetzung. Ja, Gewürze nennt er es. Ach so, okay, weil Condiments sind ja Soßen, Gewürze, also alles, was man irgendwie an sein Essen tun kann, so im Nachhinein. Man sieht auch mal wieder den Club, witzigerweise, den Offiziersclub am Anfang. Und am Ende ja auch nochmal. Ja, ja, und man hat schön viele nette Charaktermomente in dieser Folge. Oh ja. Also zum Beispiel Klinger, der einen Brief an General Mitchell schreibt und ein Foto beilegt, auf dem er ein Kleid trägt, das eine Kopie von dem ist, das Rita Hayworth in dem Film Gilda getragen hat. Also so gut wie es aus eine Gedächtnis. Genau, so gut wie es aus seiner Erinnerung her machen konnte. Das ist ein sehr schöner klassischer Klinger. Oder auch wie Henry sich da mit diesen beiden Spiegeln sonnt und dann der Vater vorbeikommt und ihm dann doch in der Sonne steht und dann weggeht mit den Worten, es werde Licht. Aber Henry hat natürlich auch eine großartige Lektüre wieder. Ja, dieser Vortrag ist so genial. Also Figur A und Figur B, der Pastor rennt erstmal schnell raus. Und ja, dieser gesamte Vortrag ist so genial und am besten ist ja dann zum Schluss die Frage von Raider, ja, und wann halten Sie mal einen Vortrag zu Geschlechtskrankheiten? Ja, vor allem schön full circle, wo er ja am Anfang, wo Hawker ja am Anfang fragt, ob er nicht das Thema erst sagen möchte, falls man vom Vortrag her nicht drauf kommt. Und am Ende ist er dann auch nicht drauf gekommen. Das war schon sehr schön. Also ganz ehrlich, ich wäre es auch nicht. Ich kann jetzt übrigens die Reaktion vom Father auf das Bild von Klinger sehr gut verstehen. Denn ich habe gerade mal Rita Hayworth und Gilda gegoogelt und mein lieber Herr Gesangsverein. Aber Klinger möchte ich mir da irgendwie nicht drin vorstellen. Ich meine, er ist ja wirklich schön, aber so eine ganz eigene Art. Aber nein, 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 nein. Es ist aber ein guter Film. Also das, wenn man so klassische Film-Noir-Sachen mag. Kann ich empfehlen. Ich möchte an der Stelle noch kurz das Zitat loswerden, wo das der Vater dann bringt. Klinger, the Lord moves in mysterious ways, but you take the cake. Ja. Ja, obwohl ganz ehrlich, Klinger läuft in ähnlichen Kleidern rum. Also das ist ja wirklich ein ganz klassisches Jessica Rabbit Abendkleid, wie man es so aus der Parodie kennt, was da gemeint ist. Und mit sowas Ähnlichem ist er ja auch schon rumgerannt. Denn meistens natürlich noch mit
irgendeiner Nerzstola oder ähnlichem. Hatte er nicht während des Vortrags auch so ein wunderbares rotes Kleid an? Ja, so schulterfrei und hochgeschlitzt hat Klinger in der Kombination, glaube ich, selten angehabt. Aber ja, gut, okay. Ja, und also schön fand ich es auch, die Operationsvorbereitung von Frank, wo sie dann anfangen mit, ja, ach, dann sezieren wir mal die lebende Leiche, die rostigen Nadeln bitte. Geben ihrem Affen dann auch richtig Zucker, ne? Ja, so kennt man sie. Und liebt's. Ja, wollen wir dann mal vom eher entspannten Teil, ach ja, nee, ein Ding habe ich mir noch aufgeschrieben, genau. Ich sag mal, diese Vorträge da zum Thema Geschlechtskrankheiten und so weiter und so fort, weiß irgendwer, ob die das ausgedacht und übertrieben haben oder ob es die in der Form wirklich gab oder gibt? Die gibt es. Ich habe da auch auf Sven gehofft, ja. Das ist ja. Also, ich hatte einen Schiffsarzt mal erlebt, der, wenn du an Landgang gehen wolltest, da er gesagt hat, okay, hier Geschlechtskrankheiten sind ja schlimm, du musstest immer Kondome mitnehmen. Der stand mit einem Sack Kondome an der Stellung und immer rein in den Futterbeutel, Männer, rein in den Futterbeutel. Und du bist nicht von Bord gekommen, ohne dass du ein Kondom mitgenommen hast. Selbst wenn du zum Aldi zum Einkaufen wolltest. Na, da muss ich sagen, das finde ich sogar ganz sinnvoll, weil das einfach eine Maßnahme ist. Aber dieses, also ich habe mir aufgeschrieben, der tragische Hintergrund ist ja wohl, dass es scheinbar Leute bei der Armee gibt, die irgendwie erwachsen genug sind, um in den Krieg zu ziehen, aber scheinbar von so diesem ganzen Gesamtkomplex Geschlechtskrankheiten und was da alles dranhängt, offensichtlich so wenig Ahnung haben, dass sie sich solche Hohlupen-Vorträge anhören müssen. Naja, sagen wir es mal so, ich habe die Ehefrau eines Kollegen hat mal, ich sag jetzt nicht für eine Einheit, für welche Einheit, aber für ein Teilkommando mit einem sehr hohen Frauenanteil mal die Gesamtmedizinstatistik gemacht zum Thema Geschlechtskrankheiten. Und da wurde die halt auch übel, wenn du eine Horde 18-Jährige zusammen einsperrst. Ja, und es gibt halt auch immer die Geschichten, dass halt so dass die Militärführung drüber nachdenkt, hier, ich sag mal, Damen des käuflichen Gewerbes in die Kasernen fest einzubauen im Auslandseinsatz, weil man halt so in Djibouti oder so gab es immer den Spruch, es gibt da genau zwei Sorten von Frauen. Entweder eine, die mit einem Fremdlegionär verheiratet sind, die sind nämlich getestet und dann clean oder halt nicht clean. Und bei beiden stirbst du anschließend. Ja, also das Problem hast du halt, wenn du halt irgendwelche Idioten hast, die ein bisschen hormonell gesteuert denken und dann der Meinung sind, naja, Kondome brauchen sie nicht und möglichst günstig. Also ich habe einen Schiffsarzt gehabt, der hat einen Spruch gemacht, jeder Mann, der gebeugt geht, hat erstmal einen Tripper bis zum Vergleich, zum Beweis des Gegenteils und jede Frau mit Bauchschmerzen ist erstmal schwanger bis zum Beweis des Gegenteils. Und er hat das so aus Statistiken gesprochen. Ja, und wir haben ja hier als mit meistens doch recht jungen Soldaten zu tun, die aus dem amerikanischen Bildungssystem der 50er Jahre rauskommen. Dass die nicht gut aufgeklärt sind, heute wahrscheinlich noch schlechter, aber... Das wollte ich auch gerade sagen, ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Das Witzige ist ja, dass bei so Verhütungsmethoden ja auch der User Error üblicherweise in die Fehlerquote mit eingebaut wird. Und wenn man dann sagt, ja, Abstinence Only funktioniert ja super zur Verhütung, dann muss man sagen, naja, wenn man den User Error mit reinrechnet, dann halt nicht, ne? Naja, und das sind ja halt auch so diese allgemeinen Hygienevorträge da, so von wegen regelmäßig waschen. Und es kommen ja auch immer bei den Chaosveranstaltungen regelmäßig die Tweets, bitte Leute, duschen. Und ich meine, ich habe auf der Reise halt auch genug 18-Jährige erlebt, die dann halt das erste Mal gekocht haben und die dann Wasser anbrennen lassen, vergessen haben, 3 Wochen lang zu duschen und ähnliches. Jetzt könnte man natürlich ganz bösartig sagen, bei so einer Nerd-Veranstaltung muss man auf Geschlechtskrankheiten ja nicht hinweisen, aber das ist natürlich Blödsinn. Ja, nee, also so gesehen, wie gesagt, so ein Vortrag, glaube ich, nicht ganz unrealistisch, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, Henry ist Arzt. Dass du das so rumdrückst mit Figur A, Figur B und ich meine, in diesem Camp sind alle am Rumnödeln wie sonst was. Ja, bei jedem Kinoabend sind sie da im Zweimann-Schlafsack unterwegs und der hat da ein Problem, irgendwie Männchen und Weibchen zu sagen, als er so von der Papptafel steht. Na, ich glaube, er hat das Problem mit dem öffentlichen Sprechen. Das wird ja öfter mal thematisiert, dass er das einfach überhaupt gar nicht kann und egal zu welchem Thema er was sagen soll, es halt überhaupt nicht auf die Kette kriegt. Und bei den beiden Figuren könnte ich mir sogar vorstellen, dass die Standard Issue sind, also dass die so ausgeteilt werden. Musste irgendwer bei den Figuren sonst noch an, wo war denn das? In irgendeiner Serie war das mal, wo dann der Sportlehrer da irgendwie Aufklärung betrieben hat und der hat dann dieses typische Diagramm der inneren Geschlechtsorgane bei Frauen irgendwie gemalt, also diesen typischen Kuhkopf halt so mit den Eileitern und den Eierstöcken und so weiter und
dann sagten die Jungs irgendwie so, ja, es ist irgendwie ein bisschen schwierig, könnten sie vielleicht die ganze Frau zeichnen, damit man sich das besser vorstellen kann? Und alle so, ja, ja. Und dann malt er da echt so eine Kiste, so wirklich so ein Viereck mit einem Kopf oben drauf, rechts und links Arme, Beine dran. So besser? Da musste ich ein bisschen dran denken. Naja, und so eine ähnliche Veranstaltung hatten wir damals, also ist ja bei mir auch 2002 gewesen, Grundausbildung damals. Da hattest du dann so eine gut aussehende Sanitäterin, so als 18-jähriger Kerl, bist du so, Sanitäterin. Und dann fingen die halt an, so, ja, ach, der Tripper, ja, ist was ganz Ekliges, hatte ich auch schon mal. Ja, Chlamydien, ja, kann ich auch nicht empfehlen. Und denkst du so, Alter, Und hast du was gelernt? Ja, dass man sich am besten mit Sanitäterin nicht einlässt. Ich hätte jetzt gefragt, hast du was mitgebracht, aber lassen wir das. So, apropos, lass uns mal schnell zum zweiten Teil der Folge kommen. Ja, apropos 18-jähriger Kerl, wir haben hier zum ersten Mal das, und zum einzigen Mal, dass Raider sein Alter nennt am Telefon. Er behauptet nämlich, er ist 19. Und das heißt, er ist wirklich als 18-Jähriger aus der Schule zur Armee eingezogen worden. Hättest du das gar nicht erwähnt, hätte ich diesen freundlichen Beschuss komplett vergessen bei dieser Folge. Nee, ich habe ihn mir zum Glück aufgeschrieben und was ich mir aufgeschrieben habe, ist, und natürlich ist das die eigene Artillerie, aber Major O'Reilly macht das schon. Ich meine natürlich Lieutenant Colonel O'Reilly. Denn wenn man sich die Befehlskette hochtelefoniert, dann muss ja auch der Rang entsprechend steigen, damit der andere einem zuhört, ne? Ja, ich finde diese Eskalation am Telefon so genial. Und dann, ach nee, ey, Schote, du bist's, ich bin's, Raider. Und ich finde das so genial, dass der wieder da am Telefon hängt und mit Gott und der Welt telefoniert. Eine schöne Raider-Szene wieder, das hat richtig Spaß gemacht. Ja, nur dass dann halt das Gegenüber halt etwas, ist da ein Fachbegriff für, dass man rechts und links vertauscht? Rechts-links-Blöde habe ich schon mal gehört. Aber gut, der ist ja in dem Fall Nord-Süd-Blöde. Ja, ich habe mir noch das schöne Zitat aufgeschrieben. We are a hospital here. How would you like it if we fired patients back at you? Ich hatte sofort irgendwie so eine riesengroße Flitsche im Kopf, wo sie dann da so einen Patienten reinladen. Ja gut, würde die Beladung eines Hubschraubers etwas vereinfachen. Oh ja. Wenn du den Hubschrauber triffst, dann brauchst du ihn gar nicht mehr beladen. Wir werden beschossen, wir müssen die Patienten hier rauskriegen. Ja, mich hat es auch sehr gefreut, dass Klinger zum Blutspenden extra ein paar niedrige Absätze mitgebracht hat, damit er dann hinterher nicht auf die Schnauze fällt. Ja, und da fällt dann Deutsch-Titel-Gebruch, passen Sie auf sich auf, Klinger, Spenden macht schwindelig. Ach, da haben die das her geklaut, okay, ich hatte mich vorhin schon gefragt. Ja gut, das ist ja auch völlig zufällig rausgegriffen, oder? Ja, da hätten sie auch irgendwas mit Affenkostüm nehmen können oder was weiß ich. Also das macht echt nicht viel Sinn. Ja gut, ich meine deutsche Übersetzung und Sinn machen, also na. Also wir sind immerhin nicht bei die zwei. Ja gut. Ich habe noch zwei Zitate rausgeschrieben und zwar einmal, wo Trapper und eine namenlose Schwester gleichzeitig nach draußen geht, um Pause zu machen. I'm taking 10 minutes. I'm on my 10 minutes. That means between us, we've got 20 minutes. Let's go. Ja, gut. Und der zweite Spruch, den ich mir noch aufgeschrieben habe, ist sehr schön von Colonel Blake, mal wieder seine Führungsstärke beweisend. Let's not panic until it's necessary. Das ist insgesamt ein Satz, nach dem man leben sollte. Ich meine, also ich fand ja noch interessant, wie da Frank da in die Vorbereitung für Franks Leistenbruchoperation da die Patienten reinkommen. Sitzen ja doch erstmal wieder auf die andere Seite des Skalpells, ja, und dann bricht er ja doch zusammen. Und was machen sie da als erstes? Versuchen ihn da irgendwie mit Blechbett da wieder zurechtzukriegen. Und dann geht's ja doch nicht mehr und er muss auf den nächsten freien Tisch. Ja, und der andere freie Tisch wird dann noch von einer schwangeren Einheimischen irgendwie belegt. Ja, das fand ich insgesamt eine sehr schöne Zusammenstellung, so nach dem Motto, okay, jetzt haben wir den OP-Marathon durch, wir haben zwei Tische frei, dann legt man den Kollegen da hin und die Schwangere da hinten hin und ja, so ich sag mal, in jedem anderen Kontext wäre das ein bemerkenswertes Ereignis, so ist es halt Mittwoch, ne? Ja, und Endergebnis, wir haben einen 5-Pfund-schweren Leistenbruch. Er wird auch den stolzen Eltern übergeben. Autsch.
Gut, ja, haben wir's? Haben wir's? Ich würde sagen, wir haben's. Wir müssen noch bewerten, aber sonst. Ja. Wir haben aber in dieser Folge einen Hinweis darauf, wann sie spielt. Oh, der passt doch bestimmt wieder mit nichts anderem zusammen, oder? Doch, es passt so halbwegs. Im Englischen sagt nämlich der Announcer: Attention, attention, all personal, bla 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 bla, längere Sache. Und am Ende: AFRS announces the release of Nazi war criminal Alfred Krupp. Everybody's going home but us. Also, dass der Nazi-Kriegsverbrecher Alfred Krupp entlassen wird und alle gehen sie heim, bis auf uns. Und Alfred Krupp wurde am 31. Januar 1951 aus der Haft entlassen. Das passt also so ungefähr mit dem, was wir bis jetzt immer so gesagt haben. Jetzt muss man sich natürlich fragen, wie lange das gebraucht hat, bis die Nachricht beim 4077. angekommen ist, aber Gott. Ja, aber grob kann man das dann so. Frühjahr 51. Es wird wahrscheinlich noch das gleiche Jahr geworden sein, ja. Okay, gut, dann, ja. Ich würde mal mit der Bewertung anfangen und, ja, gute Folge, ein bisschen wie bei der letzten Folge auch. Ich fand die Idee sehr, sehr gut. Die Umsetzung war dann, naja, die hätte irgendwie noch ein bisschen mehr Pfiff vertragen können. Viele tolle Einzelszenen, das grob große Thema, das fehlte ein bisschen. Naja gut, ich will jetzt nicht zu harsch sein. Ein bisschen besser als die letzte Folge fand ich sie. Von daher bin ich dann immerhin bei 4 von 5. Der Größe und Beliebtheit nach sortierten Gewürzen. Ich nehme mal 3 Leistenbrüche. Du Gierlappen. Und unbehandelten Leistenbrüchen. Gut, gerne. Und ja, leg noch 4 Affenkostüme drauf. Ja, ich für meinen Teil gebe 7 von 10 Major Raiders. Ich bin super tolles Kammerstück wieder. Gefällt mir sehr gut. Tolle Sprüche in der Folge. Wirklich ein toller Füller. Also jetzt nicht böse gemeint, aber es ist halt einfach wirklich, das ist Mesh wieder in der Reinform. Unbedeutende Handlung, nette Sprüche. Natürlich fehlt mir der Sensei von der letzten Folge, der denn da natürlich nochmal die Folge deutlich geiler gemacht hat. Also so von mir nur 7 von 10 Punkten. Ja, ich mochte die Folge auch, aber ja, wie wir es, glaube ich, alle schon gesagt haben, sie war halt doch ein bisschen belanglos, aber sie hatte großartige Momente, ich hatte viel Spaß. Wenn es die Handlung noch ein bisschen mehr hergegeben hätte, hätte ich noch mehr gegeben. So gebe ich 7 von 10 Figur A. Gut, dann machen wir für heute einen Deckel drauf. Schön, dass ihr da wart, schön, dass ihr zugehört habt. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge, Staffel 2, Folge 21, im Englischen der Titel Crisis. Bis nächste Woche. Tschüssi. Tschüss. Cheerio. Tschüss.